Zum einen geht es um den Tarifvertrag Entlastung für die Krankenhausbeschäftigten, die vorwiegend in der Pflege oder in den pflegenden Berufen eben in erster Linie von einem sehr starken Personalabbau betroffen sind und deswegen immer mehr erleben, dass sie ihren Aufgaben nicht mehr genügen können, was sehr frustrierend ist und was auch zu einer Spirale nach unten bei der Entwicklung der Pflegekräfte, der Anzahl der Pflegekräfte geführt hat. Zum Zweiten geht es aber auch darum, endlich eine faire Bezahlung, gleichen Lohn für gleiche Arbeit bei den Tochtergesellschaften von Vivantes durchzusetzen, wo Kolleginnen, die in den letzten Jahren eingestellt wurden, eben zu erheblich niedrigeren und schlechteren Bedingungen beschäftigt werden, als das sonst der Fall war. Und wir fordern hier die Anwendung des Tarifvertrags TVÖD auch für die Kolleginnen der Töchter. Die Idee des TV-Entlastung ist, dass klar festgeschrieben wird, mit wie vielen Pflegepersonen ich vor Ort bin bei einer bestimmten Patientenanzahl, so dass sichergestellt ist, dass ich nicht verantwortlich bin für eine so große Zahl von Patienten, dass ich das einfach nicht mehr leisten kann. Wir sind im Krankenhaus ein System und das System Krankenhaus ist Stück für Stück kaputt gemacht worden. Das System Krankenhaus kann nur funktionieren, wenn alle Teile funktionieren. Und die Probleme, die man uns aufgehalst hat, sowas ist ja der Sinn einer Spaltung, sind ein wenig unterschiedlich, sind einfach unterschiedlich. An uns hat man an der Anzahl gespart, bei den Tochterbeschäftigten hat man an dem, was man zahlt, gespart. Was man auch der einzelnen Kollegin da zahlt. Und um das System Krankenhaus wieder in Ordnung zu bringen, müssen wir beide Bewegungen zu einem guten Ende führen oder zu einem erfolgreichen Ende führen. Und das sollten wir auch tunlichst auf beiden Seiten immer im Hinterkopf behalten, dass das nicht verloren gehen darf. Das ist auch schon passiert an der Charité ganz am Anfang, dass es da der erste Entlastungsstreik an der Charité war auch parallel zum Streik der CFM. Und da ist es eben dann am Ende so gewesen, dass die Spaltungslinie sehr wohl genutzt wurde von Arbeitgeberseite, dass man dem Entlastungstarifvertrag ein Stück weit nachgegeben hat, so dass der Streik erstmal vorbei war und die CFM sozusagen, die Kolleginnen der CFM dann erstmal alleine im Ring standen. Das darf weder so rum noch andersrum diesmal passieren und von daher haben wir selber sehr genau darauf zu achten, dass wir das zusammenhalten. Denn um gute Arbeitsverhältnisse im Krankenhaus zu schaffen, wird es nur gehen, wenn beide Statusgruppen, sage ich jetzt mal, es gibt ja noch mehr Statusgruppen im Krankenhaus, aber wenn diese beiden Statusgruppen ihre Anliegen auch gemeinsam jetzt durchkämpfen.